Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Lektion 194 aus Ein Kurs in Wundern. Was für ein großer Satz! Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Der Knackpunkt für diese Lektion liegt, zumindest aus meiner Sicht, gleich im zweiten Absatz. Nimm den heutigen Gedanken an. Okay, ihn zu sprechen ist also nicht einmal die halbe Miete. Wir müssen den Gedanken annehmen. Er muss wirklich in uns integriert sein, ein Selbstverständnis. Die Wirkung, die dieser Satz dann entfaltet, wenn uns gelingt, ihn anzunehmen, ist allerdings phänomenal. Der heutige Gedanke macht einen weiteren Schritt auf eine rasche Erlösung zu. Und es ist für wahr ein Riesenschritt. So groß ist die Entfernung, die er umfasst, dass er dich kurz vor dem Himmel absetzt, wo das Ziel in Sicht ist und die Hindernisse hinter dir sind. Dein Fuß hat die Gefilde erreicht, die dich am Himmelstor willkommen heißen, den stillen Ort des Friedens, wo du mit Gewissheit Gottes letzten Schritt erwartest. Wie weit schreiten wir jetzt von der Erde fort? Wie nahe kommen wir unserem Ziel? Und wie kurz ist die Reise, die noch zu unternehmen ist? Das ist doch eine Verheißung, würde ich sagen. Doch vielleicht fragst du dich zuallererst einmal, was hat das eigentlich mit Vergebung zu tun? Denn gestern hieß es doch ganz klar, verbringe heute und in den kommenden Tagen jede Stunde ein wenig Zeit damit, die Lektion der Vergebung in der für den jeweiligen Tag festgesetzten Form zu üben. Wir sollen uns also auch hier jede Stunde mit dem Leitsatz befestigen und ihn in uns wirken lassen, uns öffnen. Doch was hat das mit Vergebung zu tun? Ich will vergeben und dieses wird verschwinden? Da ist es ja offensichtlich. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Wo wird denn da vergeben? Beide Sätze, wenn wir sie uns anschauen, wenn wir sie einfach nur sprechen und nicht öffnen, dabei diese innere Bereitschaft vermissen lassen, sind recht bedeutungslos. Es passiert nichts. Oder wenig. Ich denke schon, dass etwas in Gang kommt, wenn wir es nur oft genug sagen, denn die Wahrheit bahnt sich immer ihren Weg, aber es dauert eben länger, deutlich länger. Der Punkt ist, beide Sätze haben als Voraussetzung für ihre große Wirkung, dass wir innerlich zurücktreten und nicht mehr behaupten oder fordern, wie die Welt sein soll. Wir akzeptieren, wie es jetzt ist. Das mag bei dem Satz, ich will vergeben und dieses wird verschwinden, vielleicht nicht so offensichtlich sein, denn offensichtlich wollen wir ja eine Änderung herbeiführen.
Doch damit etwas verschwinden kann, müssen wir erstmal akzeptieren, dass es da ist. Sonst ist es kein Verschwinden, sondern ein Verdrängen. Dann sorgen wir dafür, dass es verschwindet. Wenn jemand anderes oder etwas anderes dafür sorgt, dann lassen wir uns darauf ein, dass es auf dessen Weise geschehen darf. Das ist jetzt natürlich eine sehr menschliche Beschreibung in einer dualistischen Welt, wo wir sozusagen Gott und den Heiligen Geist ja in gewisser Weise personalisieren, um damit umgehen und sprechen zu können. Doch der Punkt wird klar, denke ich. Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Das kann ich doch nur tun, wenn ich erstens diese Entscheidung sehr bewusst treffe. Und wo kann ich sie treffen? Oder besser, wann? Jetzt. Ich muss in der Gegenwart sein, um das zu tun. Und wenn wir mal so schauen, wem würden wir denn unsere Zukunft anvertrauen? Doch sicher niemanden, vor dem wir Angst hätten. Angst, dass er uns bestraft. Und das ist ja genau unsere Urangst aus dem Gedanken der Trennung heraus. Wenn du also in der Lage bist, deine Zukunft in Gottes Hand zu legen, dann hast du dich mit der Angst schon auseinandergesetzt. Dann ist da schon etwas passiert und deine Bereitschaft zu glauben, zu spüren, dass Gott Liebe ist, ist schon deutlich gewachsen oder sehr groß. In gewisser Weise vergibst du dir die Schuld, die bei diesem Gedanken der Trennung mit beinhaltet war, in dem Sinn, dass sie erzeugt wurde. Nicht, dass sie tatsächlich vorhanden wäre, doch als Idee, die in uns wirkt. Und wenn du die Zukunft in Gottes Hand legst, bestimmst du sie ja nicht mehr selbst. Du lässt davon ab, selber zu sagen, wie alles zu sein hat. Und spür einmal hin, wie groß dieser Schritt ist, das zu unterlassen. Wenn wir Sorgen haben und nicht so recht wissen, was wird, wenn wir Angst haben um die Zukunft, sei es die eigene oder um die eines geliebten Menschen, dann gibt es so zwei mögliche Kategorien von Verhaltensweisen. Die eine ist, irgendwie Aktivität entfalten, Pläne machen, Aktion erzeugen. Einfach, dass etwas passiert, weil es kann doch nicht sein, dass wir abwarten, sondern ja, wir müssen etwas haben, woran wir uns festhalten können. Die andere Kategorie ist Passivität und das Kreisen der Gedanken um das Thema und gleichzeitig das Ausmalen aller möglichen damit einhergehenden traurigen oder schrecklichen Zukunftsszenarien. Wenn wir die Zukunft in Gottes Hand legen, und jetzt gehen wir noch einmal auf den zeitlichen Aspekt ein, der in dieser Lektion drinsteckt und auch explizit erwähnt wird, dann können wir das nur, wenn wir gegenwärtig sind. Und gegenwärtig können wir nur im jetzigen Moment sein. Das heißt,
Die Lektion bedingt ein Mindestmaß an Einlassen auf diesen jetzigen Moment. Und das erzeugt sofort eine Öffnung, und Angst hat immer wenig Platz, wenn wir uns öffnen. Und du kannst das jetzt auch schon spüren, einfach so. Und in dem Moment, in dem wir oder in dem die Präsenz gewinnt, weil wir den jetzigen Moment erfüllen, hat die Vergangenheit keine große Chance mehr. Denn der Gedankenstrom, der aus der Vergangenheit kommt und die Zukunft gestalten möchte, wie die Vergangenheit war, der wird unterbrochen. Und all die Gedanken, die eben versuchen könnten, Zukunft zu gestalten, indem wir uns Sorgen machen, Ängste wieder entfachen, haben keine Chance, wenn wir ganz bewusst sagen und das zu spüren beginnen: Ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Und vielleicht kannst du die Liebe spüren, die darin schon mitklingt, die darin enthalten ist. In gewisser Weise, so empfinde ich das, vergeben wir uns die Vergangenheit. Befreie die Zukunft. Denn die Vergangenheit ist vergangen und das, was gegenwärtig ist, wird befreit von ihrer Hinterlassenschaft aus Gram und Elend, aus Verlust und Schmerz, zu jenem Augenblick, in dem die Zeit der Knechtschaft der Illusion entrinnt, in denen sie gnadenlos und unvermeidlich ihren Lauf nimmt. Dann wird ein jeder Augenblick, der der Zeit ein Sklave war, in einen heiligen Augenblick verwandelt, in dem das Licht, das im Sohn Gottes versteckt gehalten worden war, befreit wird, um die Welt zu segnen. Jetzt ist er frei und seine ganze Herrlichkeit leuchtet auf eine Welt, die mit ihm befreit ist, um seine Heiligkeit mit ihm zu teilen. Ja, und vielleicht hast du Lust und Zeit, einzutauchen in diese Lektion, in das Spüren des Leitsatzes. Dann nimm dir jetzt ein wenig Zeit und lass dich ganz bewusst ein auf diesen jetzigen Moment. Und vielleicht beschäftigen dich auch noch Gedanken von dem grad Gesagten oder Überlegungen, die damit zu tun haben. Lass sie sanft abklingen, indem du dich auf deine Mitte konzentrierst, dich öffnest und allein weil du das schon tust, weil du dich entschließt, dich auf deine Mitte zu konzentrieren, haben die Gedanken, die so kommen und gehen, schon viel weniger Energie. Und jetzt öffnet sich dieser Augenblick für dich.
der jetzige Moment, der ewig währt, in dem es nur jetzt gibt, keine Vergangenheit und Zukunft ist nur ein Gedanke. Ein Gedanke des Wenn und Ob und Wie und vielleicht auch Wann. Doch diese Gedanken kannst du jetzt ziehen lassen. Du gibst ihnen eine Antwort direkt aus deinem Herzen. Es ist dir ein tiefes Bedürfnis zu sagen, ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Und spür einmal den Raum, der sich wieder in dir weitet, weil du bereit bist, weil du nicht mehr festhältst und sicherlich kannst du die Liebe spüren, die ganz präsent ist, die immer präsent ist, die wir aber blockieren mit unseren Gedanken. Doch jetzt kannst du sie wahrnehmen. Die Liebe Gottes, die Liebe der Schöpfung zu dir, zu allem, ohne Einschränkung. Jetzt kannst du spüren, dass du geborgen bist. Lass dich hineinsinken in diese Geborgenheit. Und all die Gedanken des Ärgers, der Wut, der Traurigkeit, der Sorge werden ersetzt von dem einzig wahren Gedanken, den es gibt, dem Gedanken der Liebe, die du bist. Spüre das und lass dich darauf ein. Und ja, es können Gedanken der Ablenkung auftauchen, die dir mit hoher Dringlichkeit etwas anderes erzählen wollen. Betrachte sie ruhig, verdränge sie nicht. Schau sie dir gelassen an und frage, ist das wirklich wahr? Was ist die Wahrheit? Und wenn du wieder Ruhe und Frieden spürst und Liebe, weil du fragst, was die Wahrheit ist, dann kannst du jetzt aus tiefstem Herzen sagen, ich lege die Zukunft in Gottes Hand. Wenn du die heutige Lektion als die Befreiung sehen kannst, die sie wirklich ist, und du spürst das gerade,
wirst du nicht zögern, so viel beständige Mühe aufzuwenden, wie du kannst, um sie zu einem Teil von dir zu machen, indem sie ein Gedanke wird, der deinen Geist beherrscht, eine Gewohnheit in deinem Repertoire zur Lösung von Problemen, ein Mittel schneller Reaktion auf die Versuchung, dehnst du dein Lernen auf die Welt aus. Und indem du lernst, die Erlösung in allen Dingen zu sehen, wird auch die Welt wahrnehmen, dass sie erlöst ist. Lass die Gedanken, die ich noch einmal wiederhole, in dir wirken, denn sie zeigen uns auf, wie wir mit diesen Hilfsmitteln, die uns hier gegeben werden im Kurs, umgehen sollen, was das Ziel ist, dieser Leitgedanken, neben der heilenden Wirkung natürlich. Indem die Lektion ein Gedanke wird, der deinen Geist beherrscht, eine Gewohnheit in deinem Repertoire zur Lösung von Problemen, ein Mittel schneller Reaktion auf die Versuchung, dehnst du dein Lernen auf die Welt aus. Du kannst diesen Leitsatz also auch als schnelle Reaktion nehmen. Wenn dich etwas ärgert, oder du nimmst den Leitsatz, der dir dann in diesem Moment einfällt. Es ist immer genau das Richtige, was dir einfällt. Und so hast du am Ende ein großes Portfolio, und das hast du schon jetzt, von Leitsätzen oder den damit einhergehenden Gedanken, die du anwenden kannst. Und das Anwenden bedingt immer das innere Zurücktreten, die Öffnung. Und darin liegt das eigentliche Geheimnis. Denn wie ein Teilsatz lautete, jetzt ist er frei und seine ganze Herrlichkeit leuchtet auf eine Welt, die mit ihm befreit ist. Wir können immer nur jetzt frei sein und jeder Leitsatz, der dir hilft, ins Jetzt zu gelangen, es bewusst wahrzunehmen und auszufüllen, ist genau der Richtige. Jetzt sind wir in der Tat erlöst, denn in Gottes Hand ruhen wir ungestört und sicher, dass nur Gutes zu uns kommen kann. Wenn wir vergessen, werden wir sanft beruhigt. Wenn wir einen unversöhnlichen Gedanken akzeptieren, wird er durch die Widerspiegelung der Liebe bald ersetzt. Und wenn wir versucht sind anzugreifen, werden wir uns an ihn wenden, der unsere Ruhe hütet, dass er die Wahl für uns treffe, die die Versuchung weit hinter sich lässt. Die Welt ist nicht mehr unser Feind, denn wir haben beschlossen, dass wir ihr Freund sind. Danke für dein Zuhören. Danke für dein Einlassen auf diese Lektion. Und habe einen wahrhaft gesegneten Tag in der Hand Gottes.